Hallo, ich bin die Steffi Hinterleitner, ich arbeite bei der katholischen Jugend Oberösterreich und als Seelsorgerin in der Dompfarre Linz. Und da darf ich euch auch heute ganz herzlich begrüßen. Und wir schauen jetzt zu unserem Dompfarrer Maximilian Strasser, der euch heute zeigen wird, wie man einen wunderbaren Adventkranz bindet. Kommt's mit! Ich heiße Maximilian Strasser, ich bin Pfarrer der Dompfarre in Linz. Ich lade ein, dass sich die wollen, daheim den Adventkranz selbst binden. Ich tue es seit, glaube ich, rund 40 Jahren, dass ich meinen eigenen binde. Und ich habe es das erste Mal erlebt als kleiner Bub, hat es meine Mutter gemacht. Dann habe ich es probiert und ja, schaue sie mir jetzt einfach zu, wie ich das tue. Ich schneide bewusst unten, dort wo der Zweig am Stamm angesetzt war, schneide mir alles herunter und ordne das dann der Größe nach, so wie ich es brauche. Ich hebe mir auch diesen Reifen auf, also dieses Ästchen, denn aus diesem Ästchen werde ich dann den Reifen herstellen, um den ich den Adventkranz binde. Man darf sich nicht täuschen lassen. Der Reifen schaut jetzt sehr klein aus, aber man muss da etwa 5 bis 7 cm dazu rechnen. Dann ergibt das einen Kranz von 30 cm äußeren Durchmesser. Fange hier an mit dem Wickeln. Und stabilisiere nun einfach die zwei Enden dieses Astes und habe somit einen Reifen, an den ich dann den Kranz binden kann. Ich kann mit einem zweiten jetzt noch sozusagen diesen Trägerreifen etwas fester machen, dass er einen gewissen Körper hat. Beim Biegen, das ist kein Problem, wenn die Äste frisch sind. Wenn sie dann ein bisschen länger im Warmen waren, dann kann das durchaus noch einmal zu einem Bruch führen, aber es lässt sich alles irgendwie wieder herrichten. Ich nehme auf der Außenseite des Kranzes ein bisschen längere Zweiglein. Und wenn ich nur einen Halbkranz binde, weil er liegt, dann brauche ich nur hier drinnen noch, dann nehme ich etwas kürzere. Und wenn ich einen ganzen Kranz binde, dann muss ich auch hier unten noch etwas drauf binden. Wenn hier gebunden wird, nächste drauf kommt, so wie man die Hände so übereinander legen würde. Und immer den Draht fest anziehen, wenn sozusagen die Spannung des Drahts die Zweige hält.
wenn die letzten Reihen drauf zu binden sind, dann muss man darauf achten, dass das unter diese ersten Zweige hineingebunden wird. Wenn man zu zweit zusammenhilft, geht das natürlich ein bisschen leichter, wenn dann jemand diese ersten aufgebundenen Zweige auch hält. Das geht auch alleine, weil man ja zwei Hände hat. Unterschiedliches zugleich tun können. Ich denke mir, dass es gut sein. Damit die Kerzen gut halten, erwärmt Dompfarrer Maximilian Strasser jetzt nur einen abgezwickten Nagel. Man kann auch einen dickeren Draht nehmen an einer Flamme und steckt diesen dann in die Kerze hinein und gibt die Kerze mit dem Nagel auf den Adventkranz. Wir hoffen, euch hat diese Anleitung, wie man sich zu Hause einen wunderbaren Adventkranz selber binden kann, gefallen. Und wünschen einen wunderschönen Advent.